Meine Damen und Herren, wir sehen Wolfgang Schäuble an den Tisch zum Pressestatement gerollt und gehen jetzt live nach Wildbad Kreuth. Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Schäuble, herzlich willkommen in Kreuth. Es freut uns sehr, dass Sie zur CSU-Landtagsfraktion gekommen sind. Wir hatten dies ja bereits in Banz vor im Herbst und hatten aber größtes Verständnis, dass Sie wegen aktueller Besprechungen zum Länderfinanzausgleich damals in Berlin bleiben mussten. Und dies ist ein Thema, das ja inzwischen weitergegangen ist. Und wir wollen uns ja heute auch unter anderem unterhalten über die Finanzbeziehungen von Bund und Ländern. Wir in Bayern sind außerordentlich daran interessiert, dass wir hier entlastet werden, dass sich der Finanzausgleich so entwickelt hat, dass wir über die Hälfte des Finanzausgleichs bestreiten und es somit auch für den bayerischen Haushalt natürlich eine erhebliche Belastung darstellt. Und wir freuen uns, dass sich hier eventuell eine Einigung abzeichnen könnte. Aktuelle Themen werden sicher auch eine Rolle spielen, nämlich die Situation in der Migrations- und Flüchtlingsbewegung. Auch hier sind ja Bund und Länder gefordert bezüglich der Finanzierung, die ja nicht unerheblich ist, dass wir hier in die Zukunft blicken und schauen, was auf uns gemeinsam zukommt. Nochmal ganz herzliches Grüß Gott und ich darf Ihnen das Wort geben. Vielen Dank, Herr Grötzer. Meine Damen und Herren, ich freue mich, hier bei der CSU-Landtagsfraktion zu sein. Es war in der Tat so, wir hatten es für Banz verabredet und dann haben zwei Parteivorsitzende vereinbart, dass ich an dem Termin in Berlin sein musste. Nicht? Und dann haben wir gesagt, dann komme ich nach Kreuth. Naja, als ich am Sonntag mit der Kanzlerin geredet habe, verstanden habe, dass sie unmittelbar nach mir bei der Landtagsfraktion ist, habe ich im Moment gedacht, was soll ich jetzt eigentlich da? Denn ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann dasselbe sagen wie die Kanzlerin, das ist langweilig. Ich kann das Gegenteil sagen, das wäre dumm. Das ist also nun, das ist nur die Frage. So, wir werden also ein bisschen über die finanzpolitischen Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Entwicklung würde ich gerne ein bisschen mit den Kollegen diskutieren. Wir haben in der Tat jenseits der Migrationsherausforderung ein sehr volatiles wirtschaftliches Umfeld. Ich fahre dann von hier nach Davos. Davos ist ja heute Morgen mit der Rede des Bundespräsidenten eröffnet worden. Und dort stehen natürlich im Mittelpunkt die vielen weltwirtschaftlichen Risiken. Wenn uns diese Entwicklungen plus einer Entwicklung in Europa, mit der wir nicht keine europäische Lösung für die Migrationsherausforderung zustande bringen, zusammenkommt, haben wir ziemlich, wir haben jedenfalls finanzpolitischen Handlungsbedarf. Wir müssen Prioritäten setzen. Dafür werbe ich dringend. Und über all diese Fragen mit Freunden sich auszutauschen, ist eine gute Gelegenheit. Deswegen freue ich mich, hier zu sein. Prima. Herzlichen Dank. Ihre Fragen bitte. Erste Frage. Österreich hat eine Obergrenze oder fordert jetzt eine Obergrenze, hat das beschlossen. Würden Sie sagen, dass Deutschland sich daran ein Beispiel nehmen sollte? Hatten Sie das akustisch verstehen können? Darauf bezog sich meine Bemerkung einleitend. Hatte ich mir fast gedacht, es sollte ja auch keine. Schön. Da können wir ja die nächste Frage nehmen. Zweite Frage war Dr. Gerald Schneider vom Staubinger Tagblatt. Die haben falsch gesehen, dann war es die Reihe davor. Bitte. Bitte. Herr Minister, auch nochmal zum Thema Obergrenze. Österreich hat ja heute eine Obergrenze beschlossen. Frage geht weiter, es geht in eine andere Richtung. Sie hatten ja schon kürzlich gewarnt vor einem Zerfall des Schengen-Raums. Sehen Sie denn jetzt mit dieser Entscheidung die EU noch einen Schritt näher an diesen Abgrund ran oder... Wie schätzen Sie diese Entscheidung? Schauen Sie, ich habe letzten Freitag im Kreise meiner Finanzministerkollegen am Freitagvormittag, ich habe das auch vor dem Europäischen Rat im Dezember im ECOFIN getan, an die Kollegen appelliert, dass wir die Anstrengungen, diese Herausforderung europäisch lösen zu müssen, intensivieren müssen. Ich habe gesagt, seit unserer letzten Begegnung musste Schweden Entscheidungen treffen und Schweden war nun ein Land, das nicht gerade für besonders restriktive Einwanderungspolitik bekannt gewesen ist, eine sozialdemokratische Regierung.
hat Entscheidungen getroffen, die können das mit ihrer geografischen Lage leichter exekutieren. Ich habe nur darauf hingewiesen, wenn wir in Deutschland gezwungen werden, das zu tun, was uns was diskutiert wird, was Schweden schon gemacht hat, andere auch, dann wird man sehen, es ist nicht ein deutsches Problem, sondern es ist ein europäisches. Weil natürlich wird das Auswirkungen auf das Schengen-System haben und damit auf die europäische Integration, auf den gemeinsamen Markt. Und wie die Kanzlerin vor einiger Zeit gesagt hat, auch vermutlich auch auf das Eurosystem. Und es war dann ganz bemerkenswert, dass an diesem Freitag völlig unabhängig davon der Präsident der Kommission genau in derselben Richtung argumentiert hat. Ich habe ihn dann angerufen, habe gesagt, wunderbar, ihr müsst nur schneller werden. Es nützt mich nichts, wenn ihr Vorschläge in einer Arbeitsgruppe einsetzt, um in 6 Monaten Vorschläge zu präsentieren oder so. Das nützt nichts. Die Zeit ist endlich. Und viele haben gar nicht geglaubt, dass wir im Januar noch sagen würden, die Zeit ist endlich. Ja, so war das. Ja. Man muss daran erinnern, also das ist überhaupt kein Spaß. Aber noch einmal, Sie verstehen, dass ich angesichts der Tatsache, dass Sie nachher die Gelegenheit haben, mit der Kanzlerin die Pressekonferenz zu machen, nehme ich an, zu dem Thema jetzt mich zurückhalte. Ich bin ja Finanzminister. Nächste Frage, die Kollegin von der Deutschen Welle. Was bedroht Ihrer Ansicht nach den Schengen-Raum mehr, dass Teile von Schengen ausgesetzt werden oder die Schwäche europäischer Außenpolitik? Ehrlich gesagt ist mir das ist mir fast egal, auf welche Weise der Schengen-Raum nachhaltig geschädigt wird, ist eigentlich eine Frage von untergeordneter Bedeutung. Meine Überzeugung ist, europäische Integration, gemeinsamer Markt war vor Schengen. Auch gemeinsamer Markt war, Reisefreiheit war auch vor Schengen. Nur musste man Pass zeigen, wurde kontrolliert. Europäische Währungsunion ist unabhängig vom gemeinsamen Markt. Und trotzdem ist es in der Dynamik politischer Entwicklungen so, dass wenn das Schengen-System massiv beschädigt würde oder das Eurosystem, das hängt ja miteinander zusammen, irgendwie indirekt, dann würden wir nicht in den Zustand Status quo ante Einführung von Schengen oder Euro zurückfallen, sondern sehr viel schwierigere Entwicklungen zu gewärtigen haben. Und deswegen habe ich nachhaltig an meine europäischen Kollegen appelliert, wir sollten alles tun, um das Problem zu lösen. Und wir können das Problem nur lösen, wenn wir die Anstrengungen in der europäischen Nachbarschaft, den Ländern zu helfen, mit diesen großen Fluchtbewegungen in der Nachbarschaft der Ursache der Fluchtbewegung fertig werden. Das ist übrigens die Ratio der Genfer Flüchtlingskonvention. Ich habe sie mir gerade heute noch einmal durchgelesen, weil ja der Schutz für Flüchtlinge nicht ein dauerhaftes Migrationsrecht ist. Das ist etwas völlig anderes. Und infolgedessen müssen wir mehr tun. Und dann habe ich auch gesagt, Deutschland hat Spielraum, mehr zu tun, weil wir eine ganz ordentliche Entwicklung hatten im letzten Jahr. Das wissen Sie, aber ich habe seit dem 2. Quartal geahnt, was auf uns zukommt. Es war ja absehbar. Und habe schon im 2. Quartal zu meinen Mitarbeitern gesagt, lasst uns wirklich vorsorgen, dass wir möglichst Handlungsspielraum haben. Und habe gesagt, jeder muss das Seine dazu beisteuern. Denn eins geht auch nicht, dass nur Deutschland dann die Länder der Region finanziell stabilisiert. Dann gibt es eine Debatte in Deutschland, ja, wieso nur wir und nicht andere auch, dass andere Länder nicht so leistungsfähig sind wie wir, verstehen unsere Mitbürger. Aber dass sie gar nichts tun, verstehen sie nicht. Ich will es übrigens auch nicht verstehen. Nächste Frage, Christoph Drost, dpa. Herr Schäuble, anderes Thema. Sie werden von den Abgeordneten hier gefragt werden zum Thema Länderfinanzausgleich. Ob Sie da etwas zum Zeitplan sagen können und zu einem möglichen Entgegenkommen, was die Ländereinigung angeht. Können Sie dem CSU versprechen? Ich habe mich ja verabredet mit Herrn Seehofer, das haben wir schon vor Weihnachten verabredet, dass ich bei Gelegenheit meines Besuches hier auch mit ihm rede. Wir wollen nächste Woche, so ist es in der MPK im Dezember verabredet worden, die 4 Ministerpräsidenten, das ist Herr Seehofer, Herr Bouffier, Herr Woidke und Herr Scholz, mit dem Bundesfinanzminister reden. Das werden wir am Rande der Termine am Donnerstagabend, ist auch MPK bei der Bundeskanzlerin oder Ministerpräsidenten treffen bei der Bundeskanzlerin. Da werden wir es machen und das werden wir heute vorbereiten.
Ich meine, man muss bei den Verhandlungen sehen, das ist, es sieht ein bisschen so aus, das kann ich auch verstehen, jetzt haben die Länder sich unter 16 geeinigt. Halleluja. Sie haben sich natürlich auf dem Prinzip geeinigt, dass man, da kommt er, gell, da kommt er schon. Oh, er passt auch. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Also gut, dann sage ich nur vorsichtig, dass wir, das ist auch die Stimmung im Bundestag, in den Fraktionen, die Länder haben 50% der Veranstaltungen, der Bund hat die anderen 50%. Aber wir werden eine Lösung finden. Ich bin da ganz zuversichtlich und ich bin auch dankbar. Wir haben lange genug gesagt, sollen die Länder sich mal auf eine gemeinsame Position einigen. Und nun werden wir also daran heftig arbeiten. Letzte kurze Frage, Herr Mayer-Bühler, Sat 1. Herr Dr. Schäuble, ein Thema in Bayern ist auch die Erbschaftssteuerreform, die Sie da auf den Tisch gelegt haben. Jedenfalls der Vorschlag, da gibt es vom Handwerk bis zum Mittelstand große Bedenken. Sehen Sie da noch Spielraum in Ihren Finanzplanungen, da den Wünschen auch der Bayern entgegenzukommen? Es geht nicht um Finanzplanungen des Bundes. Der Bund hat von der Erbschaftssteuer nichts aufkommen. Das ist wahr. Und die Länder haben auch meinen Vorschlag, sie mögen einen eigenen Gesetzentwurf erarbeiten, um das Verfassungsgerichtsurteil abzusetzen, mit Abscheu und Empörung abgelehnt. Weil wir haben im Koalitionsvertrag in kluger Vorauserkenntnis der Lage, wir haben nämlich rot-rot-grüne Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat, das ist die bittere Realität, aber es ist so. Wir haben rot-rot-grüne Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat und da mit solchen Mehrheiten eine den wirtschaftlichen Notwendigkeiten entsprechende Erbschaftssteuerreform grundsätzlich zu machen, scheint mir unrealistisch. Deswegen haben wir verabredet, wir ändern nichts, es sei denn, das Verfassungsgericht zwingt uns. Nun hat uns das Verfassungsgericht Auflagen gemacht, die müssen im Übrigen bis zum 30. Juni im Gesetzblatt sein, 30. Juni 2016. Und darüber kann man nun trefflich streiten, was darunter ist. Wir haben mühsam einen Gesetzentwurf zustande gebracht, den mussten wir abstimmen. Und jetzt ist er in den Händen der Fraktionen und der Finanzpolitiker der Länder. Und die sind in der Endphase der Gespräche. Auf der Bundestagsebene führen sie drei stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ich bin da sehr dankbar. Und eine von diesen drei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ist heute auch in Kreuth. Also können Sie sie über den Stand der Gespräche fragen. Herzlichen Dank. Bis später. Jetzt gehen wir zur Landtagsfraktion. Jawohl.